Liebe Freunde von Stellaris und der Erdallianz, weiter geht's. Und hier sehen wir den Mars. Und genau darum wollen wir uns heute kümmern, um den Mars und die Venus. Und wollen eben jene kolonisieren. Terraforming läuft noch von Proxima Centauri. Und trotz alledem möchte ich auch diese Planeten automatisieren. Denn das wird irgendwann jetzt ein bisschen zu viel. Wir werden dann mal gucken, dass wir ein Papagier trotz alledem natürlich mal so ein bisschen selbst mit anpacken zwischendrin, aber wir werden das im größten Teil automatisiert ablaufen lassen. Denn das wird einfach auch fürs Let's Play ansonsten zu viel. Okay. Erstkontakt. Wir haben leider keinen mehr übrig. Ich denke, den können wir abziehen. Die Änderungen sind mir ehrlich gesagt, egal, eine Wahl läuft, das weiß ich, weiter geht's. So, jetzt müssen wir uns einmal um diese Flotten hier kümmern, um unsere eigenen Flotten. Und bevor wir uns um unsere eigenen Flotten kümmern, sollten wir natürlich mal schauen, was mit den Föderationsflotten ist. Da haben wir 290.000. Alter, der ist ja das Wahnsinn. Warum holst du denn nicht diese Flotte mal auf hier? Na gut, wie dem auch sei, da investiere ich jetzt kein Geld rein. Ich will meine eigenen Flotten aufrüsten. Das heißt vor allen Dingen, dass wir die Flotte erstmal natürlich reparieren werden. Das heißt, die dritte Flotte wird einmal repariert werden. Die erste Flotte wird verbessert in dem Fall. Und ihr werdet erstmal verbessert. Das sind ja alles Systeme, die wir schon haben. Jetzt werden wir die erstmal auf die Standardverbesserungsstufe bringen. Und gleichzeitig, deswegen hatte ich hier die Sternbasen ausgebaut, ich eigentlich in den Sol-Schiffswerften eine Titanwerft bauen. Da ist sie. Und dann mit euch heute den Titan designen. Das ist immer eine schöne Sache, wie ich finde. Ich mag diese Titan sehr gerne. Und ich bin vor allen Dingen gespannt, was er hier für ein Schiff hat. Oh, das sind die. Oh, die sind geil. Ah, sehr, sehr, sehr schöne Schiffe. Sehr schöne Schiffe. Also, ja, wir werden das Design trotzdem nochmal selbst machen. Ich habe so das Gefühl, dass das schon mal Asteroidenartillerie haben wir auch noch. Sollen wir vielleicht auch irgendwann mal bauen. Das will ich auch unbedingt mal sehen, was das kann. Also auf jeden Fall kommt natürlich hier mit rein. In die Mitte, ja gut. Okay, bei den Sektionen herrscht jetzt allgemeine Einsamkeit. Jetzt haben wir bei den Reaktoren allgemein das Beste. Da müssen wir nochmal gucken, was wir da machen. Die Schiffsrolle ist jetzt hier in dem Fall undefiniert. So, erstmal Schilde. Also 1300, 750, 1300. Cyclonic Deflectors. Tägliche Regeneration 0,5. Der kostet Gas, der kostet 2. Was ist besser? 0,5%. Mal überlegen. Das sind 13, sind ungefähr auch so 7,5, ne? Sogar schlechter als der hier. Jetzt müssen wir den mal angucken. Tägliche Regeneration 11, Schildverhärtung. Was, nehmen wir die nochmal in Hyperschilder. Sieht jetzt nicht wirklich viel besser aus. So, 1,3 und 300. Einmal normalen Durastahlplatten bitte. Passt. So. Ein Asteroidenwerfer. Oh ne, ich nehme den Todesstrahl. Tja, das ist jetzt natürlich mal spannend. Der Todesstrahl macht wenig Schildschaden. Das heißt, wir sollten hier im Titankern auf jeden Fall Waffen haben, die Schildschaden machen. Jetzt haben wir den Crystal Shard Thrower. Okay, der wirft einfach nur Kristallschrapnelle. Die uralten Makrobatterien machen Schildschaden. Täglicher Durchschnittsschaden 15. 46 plus 50% Ripper Autokanone. Kinetische macht 100% Schildschaden. Das heißt, da wären wir jetzt bei knappen 60. Wenn wir da nochmal 50% draufrechnen, wären wir bei 75 ungefähr. Ja, 74, 73 ist also mehr. Die Ripper Autokanone ist in dem Fall besser. Wobei das ist Stufe 1. Da brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Der macht zu wenig Schildschaden. Jetzt ist natürlich die Frage, er macht natürlich gleichzeitig 75% weniger Panzerungsschaden und er nur 50%.
Genauigkeit 75%, Genauigkeit 85%, Zielgenauigkeit 25%. Ah, ist schon besser, ne? Wir machen davon 2 rein. Tja. So eine Reichweite haben die denn? 0 bis 40. Eieieiei. Okay, der ist bei 120. Ne, da müssen wir die kinetische Batterie reinmachen. Machen wir 3 Stück von rein. Und auf jeden Fall eine Waffe, die gut gegen Panzerung ist. Ein Plasmabeschleuniger. So. Und da hinten in den Heck kommen ganz einfache Railguns und Laser rein. So würde ich das machen. Okay, dann gibt es bitte regeneratives Rumpfgewebe. Trefferpunkte Panzerung plus 10%. Das müssen wir uns die mal angucken. Trefferpunkte Schilde plus 10. Trefferpunkte Schilde plus 20. Regeneration plus 50. Dann nehmen wir den mit rein. Structure Reinforcement und regeneratives Rumpfgewebe. Ja. Wir könnten theoretisch sogar sagen, dass wir ein Schild mit reinnehmen und dann ein Advanced Shield Capacitor mehr mit einbauen. Dass wir hier tatsächlich eher auf Schilde gehen. In dem Design ist da auch eine Möglichkeit. Energie haben wir dafür genug. Dann machen wir das so. So, jetzt haben wir Schilddämpfer. Trefferpunkte Schilde bei den Feinden reduziert. Ich würde sagen, Feuerrate der Schiffe ist reduziert. Ja. Oder dass sie nicht abhauen können. Ne, wir reduzieren die Feuerrate. Okay. Und das ist die neue Klasse. Tja, wie nennen wir sie? Wie nennen wir sie? Wie nennen wir sie? Wie nennen wir sie? Das ist die Sheridan-Klasse. Ich glaube, er wird so geschrieben. Einmal speichern. Und dann können wir den Henker löschen. Der ist auch ganz gut, aber ich glaube, unser Design ist dort ein bisschen im Vorteil. So, dann haben wir auch Ionenkanonen, die wir jetzt bauen können. Geiles Teil, ey. Die sehen schon echt cool aus. Muss ich ja sagen, auch die Schiffe. Herrlich. Herrlich, herrlich. Die Designs sind übrigens nach den Kriegen entstanden. In Zusammenarbeit mit, ich glaube, damals dann schon Präsident Sheridan. Vielleicht ganz interessant. Okay, so, die Raumflotten arbeiten. Forschung ist fertig. Eine Reaktivpanzerung. Ja, und Neutroniumpanzerung. Auch sehr gut. Jetzt müssen wir da noch ein bisschen dabei bleiben. Ja, das ist mir egal. Da wird noch munter repariert und gebaut. Das soll mir recht sein. Und es wächst alles zusammen. Das sieht echt gut aus, muss ich sagen. Jetzt bleiben wir mal nochmal bei ihm hier. Und jetzt können wir eine Botschaft etablieren. Ja, auf jeden Fall. Das machen wir. Sehr gut. Tja, jetzt können wir mal überlegen, ob wir noch was anderes machen. Aber das sieht schon, das ist die richtige Richtung. Definitiv. Wenn wir den hier bei uns in die Allianz noch mit reinkriegen, das wäre eine... Moment. Stopp. Was ist denn das jetzt? Nein. Das ist ein Bollwerk unter den Kanjukla. Es ist doch zum Mäusemaken, ey. Das kann nicht... Der wurde jetzt ernsthaft von dem unterworfen. Oh. Ja. Damit gibt es tatsächlich jetzt nur noch 2 große Raumblöcke. Ja, jetzt müssen wir es irgendwie hinkriegen, dass wir die Endurk von den fernhalten. Ist nur die Frage, wie wir das machen. Wir müssen auf jeden Fall wieder in Richtung der Spionage gehen. Der ist beim Commonwealth von Emoria. Ich glaube, den können wir ziehen. Dann gehen wir mal... Ich will noch mal ganz kurz zum Commonwealth gehen. Ich glaube, das brauchen wir jetzt nicht mehr. Das ist jetzt, das ist ein Bollwerk. Das ist jetzt wirklich... Desi Schmarrn. Das können wir uns jetzt wirklich ersparen. Das ist jetzt... Oh Gott, ist das ärgerlich.
Okay. So. Wir lassen mal langsam weiterlaufen. Reichsgröße, Loyalitätsänderung monatlich plus 0,7. Oh, finde ich jetzt nicht verkehrt. Das ist okay. So. Dann Merkantil. Zack. Einmal zum letzten. Und damit sind wir beim nächsten Aufstiegsschlott, den wir hier haben. Und da hatten wir ja überlegt, was wir machen. Wir haben ja beim letzten Mal geboren in der Leere genommen, damit wir eine bessere Bewohnbarkeit haben. Ich glaube, dass uns das nach wie vor eine ganze Menge bringt, genauso wie die anderen Sachen. Jetzt ist es in meinen Augen, tja, also Kriegsfürst, wir gehen das mal durch. Organische Evolution, Gen-Saatgutreinigung, das ist nicht unser Ding, glaube ich. Fleisch ist zu schwach, Quanten-Neurolink, nein, das ist auch nicht unser Ding, wir werden keine Roboter. Vorläufer, Grabungsstätte, Kriegsfürsten, werde zur Krise, das ist nicht die Erdallianz, das Kolossos-Projekt. Könnte man machen, das meine ich meines Erachtens nach auch nicht. Weltenformer, wenn wir Welten hätten, könnten wir so formen, so macht es keinen Sinn. Verteidiger der Galaxis, ja, könnte man machen, die Krise steht uns noch bevor, wir sind im Jahr 2347. Ich persönlich glaube, dass es jetzt bis zur Krise keine wirklichen Kriege mehr geben wird, denn es gibt jetzt eigentlich nur noch zwei Machtblöcke und die sind in meinen Augen auch ungefähr gleich groß. Es gibt noch einen, der ist noch offen, das ist dieser Machtblock hier. Aber wenn ich ehrlich bin, wird sich die KI langfristig von denen hier dazu entscheiden müssen. Und er hasst ja die Endurg und er mag uns. Er ist schon assoziiert damit. Er will halt einfach nur nicht rein im Moment, aber das wird irgendwann kommen. Das wird irgendwann kommen. Und deswegen glaube ich ganz fest daran, dass können ihn auch mal einem Handelsabkommen anbieten. Wir werden noch mal gucken, dass wir noch mal hier diese ganzen Sachen teilen. Ach komm, wir geben dir auch ein bisschen Energiequellen dafür. Okay, oder auch nicht. Du kriegst auch meinetwegen ein paar Konsumgüter. So. Ja, also da müssen wir gucken. Das wird der nächste große Punkt werden. Aber auch da glaube ich nicht, dass wir irgendwas brauchen. Also, ja, wir sind allgemein doch relativ stark und das gucken wir mal weiter. Herrschaft, weiß ich nicht, brauchen wir auch nicht. Sternbasenkapazität ist auch Quatsch. Ewige Wachsamkeit als Schaden hier brauchen wir für den momentan auch nicht. Galaktische Anwärter. Wir haben einen galaktischen Anwärter und der sind definitiv nicht wir. Gemeinsame Vision, Beherrschung der Natur. Ich hoffe nur, dass die keine Krise werden hier. Beherrschung der Natur wäre interessant. Imperiales Vorrecht. Aber am Ende des Tages interessiert mich eigentlich nur eine Sache. Synthetische Evolution, Verstand über der Materie, psionische Theorien. Ah, das wäre eigentlich das gewesen, was ich gerne hätte. Aber die Telepathen sind noch nicht möglich. Schade. Schade, schade, schade. Ich will halt langfristig uns verbessern. Aber die Psionik wäre natürlich ideal dafür gewesen. Aber wir haben natürlich noch mehr Möglichkeiten. Dann sollten wir... Das Fleisch ist schwach. Wir könnten natürlich den Quanten-Neurolink nutzen, um jetzt zu Maschinen werden. Aber das ist auch nicht mein Thema. Das finde ich auch nicht so gut. Dann würde ich in Anbetracht der Tatsache tatsächlich Folgendes vorschlagen. Wir werden jetzt gucken, dass wir die psionische Theorie irgendwann mal erforschen. Und dass wir beim nächsten Mal das hier machen. Denn wir wollen natürlich das Psi-Core irgendwann bauen. Das ist halt der Teil der Erdallianz, ganz klar. Und bis wir das haben, werden wir nicht die Krise werden, sondern der Verteidiger der Galaxis. Während sich Sternennationen wegen Kleinigkeiten streiten, gegenseitig behaken, bringen sich böse Kräfte von unvorstellbarer Macht gegen alles für den Leben in Stellung. Wer wird uns beschützen? Meinung aller wird sich um 200 erhöhen. Schaden an Fraktion der Endgame-Krise plus 50%. Der Verteidiger der Galaxis. Bin sehr gespannt,
Was uns das bringt, gerade im Anbetracht bei Lili. Die sind nämlich freundlich. Und vielleicht, ja, das kommt in Greifen. Colonization in progress. So, wie sieht es denn bei denen hier aus? Incoming transmission. Ja, na klar. Was ist der, was bist du jetzt? Ein Forschungsabkommen mit den Killig. Wir können, oh, 50, das machen wir. Die ganze Oberfläche des Asteroiden ist mit Roboterüberresten bedeckt. Oh Gott, ey. Ich das schon lese. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo unser Forschungsschiff ist. Du solltest eigentlich hier vorne irgendwo hinfliegen. Colonization in progress. Ist noch nicht da. Solltest du nicht. Hallo? Du solltest hier hinfliegen. Och, Leute. Echt jetzt? Wo bist du denn? Ja, dann kannst du auch da weiter gucken. Ach, ist das doof. Ja gut, hat er nicht geschafft. Okay. Also. Dann ist die Verbesserung noch nicht ganz abgeschlossen. Dann können wir wieder auf schnell gehen. Ich denke, jetzt haben wir soweit alles fertig. Und die Planeten sind soweit auch durch. Dann können wir uns mal um die ganzen Sternbasen hier kümmern. Jetzt würde ich nämlich gerne den Erdring und Chips den Sirius-Ring tatsächlich noch um eine Stufe verbessern. Jawohl, zweite Flotte ist fertig. Das müssen wir nämlich auch noch verbessern hier. Da können wir einmal die Flottenakademie bauen. In Beskyl bitte auch. Da ist auch eine Werft, die Flottenakademie. Und in Perkett bitte auch eine. Oh, da geht noch ein Logistikbüro rein. Oder eine Titanwerft. Ne, ich will eine Flottenakademie haben. Das macht am meisten Sinn. So, gut. Der mysteriöse Mond von Papagia. Jetzt, wo sich die Gegebenheit noch Papagia 1 etwas gelegt haben, wurde einige Datumregelmäßigkeiten festgestellt. Insbesondere scheint der Mond nicht im Entferntesten aus dem ähnlichen Material zu bestehen. Ah, okay. Kurios. Ships upgraded. Ist das ein Spezialprojekt, wo wir jemanden brauchen? Ja. Das werden wir einfach mal erforschen. Okay. So, ein Stratege. Oh, Präsident Dorn. Oh, Mensch, Herr Präsident. Sie sind an der Macht. Viele werden gerne entgegengenommen. Das heißt natürlich, dass wir eine Flotte weniger haben. Schade. Baugeschwindigkeit plus 10%. Ich würde ja fast sagen, wir nehmen die Baugeschwindigkeit. Wir müssen allgemein unsere Flotte eh vergrößern jetzt. Das bleibt nicht aus. Okay. Tja, gut, gut. Special Project complete. Die Geheimnisse wurden endlich aufgedeckt. Eine detaillierte Untersuchung gab, dass der Mond leicht schief steht und die andere Seite des Mondes einen überproportionalen großen Anteil an der Gesamtmasse hat. Grund dafür ist unserer Vermutung nach, dass Papagia einst ein anderer Planet umkreiste. Oh. Okay. Dunkle Materie. Das ist ja nice. Da ist auch noch dunkle Materie. Schick, schick. So, jetzt haben wir hier noch mehr. Aber wir haben hier doch noch welche irgendwo. Das ist da unten, ne? Wir haben doch hier das Forschungsschiff. Wo bist du denn? Du bist jetzt schon wieder da. Was machst du? Warum kannst du nicht hier hinfliegen? Da. Einmal Spezialprojekt untersuchen, bitte. Den Rest können wir auch hinterher weitermachen. So, die zweite Flotte kann jetzt bitte schon wieder verstärkt werden. Die dritte Flotte kann ebenfalls verstärkt werden, bitte. Und Admiral Cabello hat Pläne für eine ausgedehnte Flottenübung entworfen, der ein Großteil unserer Schiffe teilnehmen soll. Als Austragungsort dieses Manövers hat er das Furcat-System ausgewählt, das in der Nähe der Endurg-Grenzen liegt. Für die Endurgen wäre das möglicherweise eine schwere Provokation. Das ist mir völlig egal. Das wird wie geplant durchgeführt, natürlich. So. Flottenmanöver durchführen.
Admiralis vor Ort hat eine Flotte von mindestens 4000 im Orbit. Im Faircut-System haben wir nicht hier irgendwo eine? Ach, bei Faircut 2. Okay. Ja. Oder irgendwo. Ihr seid fertig, ne? Gehen wir mal dahin. Ein Admiral ist vor Ort. Ach Gott. Auch das noch. Wir ziehen mal ihn hier ab. Er braucht da jetzt nicht mehr sich das angucken. Einmal erforschen bitte. Ja, gespannt. Research complete. So, Neutronium, sehr gut. Hat er automatisch gemacht. Gauss-Kanone, auch gut. Jetzt müssen wir einmal gucken. Habitatwelt will ich eigentlich nicht haben. Wohnraummodul. Wir nehmen die Gauss-Welt bitte. Die Gauss-Waffe. So, einmal aktivieren. Progressives Wachstum. Jetzt können wir mal gucken, was wir. Jetzt haben wir eine ganze Menge. Können die Entwicklungsgeschwindigkeiten? Nein, Zufriedenheit. Die sind alle zufrieden. Einigkeit. Effiziente Wirtschaftspakte. So viel haben wir da nicht. Wir haben drei Einfluss. Maximal Einfluss durch Machtprojektion. Das wird wieder steigen. Ein weiteres Ratsmitglied. Vertrauenszuwachs. Den finde ich ganz gut. Dass das Vertrauen in uns ein bisschen mehr ansteigt. Das finde ich gar nicht so uninteressant für den Moment. Construction complete. Sehr gut. So, du wirst verbessert. Dich müssen wir natürlich auch noch updaten. Dann müssen wir die Flotten auch noch weiter aufrüsten. Aber alles nacheinander. Das Trümmerfeld von Pell 1. Wir haben ein irassianisches Artefakt. Ships upgraded. Okay, also du kannst jetzt, du bist da zugange. Dann, wo haben wir noch weitere? Da hinten. Einmal da bitte. Ernsthaft? Oh, das kann nicht wahr sein, Construction complete. Wahrscheinlich auch noch große, complete. Wichtige Schiffe. Oh gut. So. Einmal updaten bitte. Und dann müssen wir das leider auch verbessern. Aber das kriegen wir hin. Die Endurg. Die Endurg beschweren sich mit deutlichsten Worten gegen die provokante Menschenflottenübung, die gerade im Faircut-System abgehalten wird. Unsere eigenen Streitkräfte wurden in maximaler Alarmbereitschaft versetzt und unsere Flottenkommandeure haben den Befehl erhalten, die Kriegsgrenzverletzung mit massiven Einsätzen zu beantworten. Das ist mir doch völlig egal, ich komme doch eh nicht rein. Sagt ihnen, dass sie sich raushalten sollen. Wir können uns keine Zwischenfälle leisten, Flottenübung absagen. Haltet euch aus unseren Angelegenheiten raus. Ihr habt hier nix. Die Kanjukla hat die Killik zum Rivalen gemacht. Ah, super. Solange sie Ziran nicht werden. Wie sieht es denn bei denen aus? Immer noch minus 48. Wir arbeiten dran. Okay. Okay. Gut. Das war er hier. Wo war er? Jetzt können wir noch einen haben. Wir könnten eigentlich gleich mal da unten hinfliegen. Zack. So. Das Mirage-System von den Titanen. Energie aus Sternbasenkonstruktion plus 10%. Ich würde ja eher... Ach, das ist jetzt schwierig. Wir müssen eigentlich das machen, weil das ist ja eine seltene Technologie. Special Project complete. Feuerrateschiffe plus 10%. Sehr schön. Das hört sich doch ganz gut an. So, zweite Flotte bitte. Einmal aufrüsten. Dritte Flotte ist dabei. Erste Verteidigungsflotte wird auch nochmal aufgerüstet, bitte. Und auf jeden Fall auch verstärkt. Und die Flotte bitte einmal aufrüsten und verstärken. So. Die Lidia Robis Schuld ist eingefallen. Okay. Ships upgraded.
So. Der Admiral. Oh ja. Council Agenda available. Feuerrate. A-Flottenkapazität, denke ich mal, ist jetzt gerade nicht unser Problem. Wir nehmen mal das Team. Debris analyzed. Sehr schön. Was haben wir bekommen? Bisschen Fortschritt, ein bisschen Forschung. Das ist doch okay. So, Terraforming Geschwindigkeit plus 5 und ein Geothermal Stabilizer. Nur Aufstiegsvorteil plus 1. Amöbengeißeln, das ist natürlich auch nicht schlecht. Wobei ich das hier fast noch besser finde. 45 Monate. Ich glaube, das macht keinen Sinn. Ich würde eher das hier machen. So. Okay, da sind sie dran. Wir können auch im Moment, er ist weg, ne? Dann lasst uns mal lieber da hinten hingehen. Ah, da ist ein Feind. Noch irgendwo anders was, was wir erforschen können? Ne. Ne, leider nicht. Leider nicht. Okay, dann kannst du eigentlich wieder zurück und die Forschung... Na, das war falsch. Die Forschung hier bitte unterstützen. Alles klar. Sehr schön, weiter geht's. Research complete. Da sind wir ein paar Jahren fertig. Gauss-Kanone können wir eigentlich im Prinzip gleich weiter machen. Macro-Engineering Testing Station, Speicherkapazität... Und wir forschen jetzt endlich mal die Habitatwelt. Bin mir nicht sicher, vielleicht können wir damit ja auch mit unseren Welten noch ein bisschen was machen. Special Project complete. Okay. Sehr gut. Wie sieht's denn mit den Titanwerften aus? Oh, der ist schon fertig. Dann können wir hier. Upgraded. Dann können wir eine neue Titanflotte in den Auftrag geben. Und eine komplett neue Flotte machen. Und dort ein Schiff hinzufügen. Und das ist bitte... Oh Gott. Ein Filter wäre hier gut. Das sind einmal die Titanen der Sheridan-Klasse. So. Zack. Das sind einmal 7 Schiffe. Ja, nein. Ich will nur die beiden bauen. Wir können nur 3 aktuell bauen und einmal zack, einmal den Auftrag geben bitte. 3 Titanen der Sheridan-Klasse und da müssen wir mal gucken, welcher unserer Admirals diese geniale Flotte bekommt. Weiter geht's beim nächsten Mal. Macht's gut, bis dahin, euer Strategie-Nerd. Ciao, ciao.